Wir hatten vor kurzem auf einer unserer Instagram-Seiten, genauer gesagt auf der Neuke Germany Instagram-Seite, einen der Köder unter UV-Licht fotografiert. Das war dieser hier, der SLT Minnow in Motoröl. Jetzt wisst ihr auch, wenn ihr der Seite folgt, wenn ihr es nicht tut, folgt ihr, welche Farbe das war. Und daraufhin kamen super viele Anfragen so, welche Neuke-Farben sind überhaupt UV-aktiv und wie funktioniert das Ganze? Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen mal wieder einen neuen Teil Frag Lunatic. Gab es lange nicht. Und schauen uns in diesem Teil einfach mal an, was sind UV-Farben, wie funktioniert das Ganze und welche Vorteile können wir daraus beim Fischen ziehen. Viel Spaß beim Schauen. UV-aktive Köder hat zu 100% jeder von euch in der Box. Viele wissen das, weil sie beim Kauf einfach ja, darauf achten, dass die Köder UV-aktiv sind. Bei vielen Ködern wissen wir es aber auch einfach gar nicht, dass sie UV-aktiv sind, weil man es den Ködern ja so auf den ersten Blick gar nicht ansieht. Deswegen ist mir auch aufgefallen, dass auf Messen, bei uns im Showroom oder auch in Angelläden immer mehr Leute mit so einer kleinen UV-Lampe unterwegs sind und die Köderwände im Prinzip anleuchten, um zu schauen, welche der dort hängenden Köder denn ja, UV-aktiv sind oder eben nicht. Um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, habe ich hier einmal eine kleine Grafik gedruckt. Die müssen wir uns einmal kurz vorher anschauen. Und zwar ist dieser bunt markierte Bereich im Lichtspektrum, das ist der Bereich, den wir mit dem menschlichen Auge sehen können. Der liegt so auf, oder das sind so Wellenlängen grob zwischen 400 und 700 Nanometern. Wenn man sich diesen Bereich jetzt aber, der ist natürlich jetzt stark vergrößert, wenn man den nimmt und würde den auf das komplette Lichtspektrum übertragen, dann ist das ein so kleiner Teil in einem so riesen Lichtspektrum. Im Prinzip irgendwo hier würde der wahrscheinlich sitzen. Das ganze Spektrum, was von der Sonne kommt, ist aber viel, viel größer. Und jetzt gibt es im Prinzip Lebewesen, zu denen auch Fische gehören, die einen erweiterten oder in einem erweiterten Lichtspektrum Farben wahrnehmen können. Und zwar Farben hier im UV-Bereich, die einfach hier weitergehen würden, sozusagen. Und da kommen dann unsere UV-aktiven Köder ins Spiel. Bei denen ist es im Prinzip so, damit wir Menschen sehen können, welche Köder UV-aktiv sind, brauchen wir diese UV-Lampe, mit der wir dann die Köder anleuchten und sie für unser Auge sichtbar machen. Das passiert, indem, also hier sind, in den Ködern sind UV-aktive Farbstoffe drin, die leuchten wir an, verändern damit die, ja, also ja, chemisch gesehen, setzen wir die Moleküle in Gang sozusagen und schieben das Lichtspektrum, was reflektiert wird, von dem ultravioletten Bereich weiter in den blauen Bereich, den wir mit unserem Auge auch noch wahrnehmen können. Und aus dem Grund können wir dann UV-aktive Köder auch erkennen. Ganz grundlegend ist das so im Prinzip. Ich habe hier eine blaue Schere. Die wird angeleuchtet. Diese blaue Schere reflektiert das blaue Licht und absorbiert alle anderen Farben. Deswegen erkennen wir sie als blau. Das gleiche wäre hier mit der gelben Tüte oder mit den grünen Farben. Das, was reflektiert wird, können wir erkennen. Und jetzt gibt es im Prinzip diese UV-Farben, die liegen halt in einem Bereich, der für unser Auge so nicht sichtbar ist. Die werden reflektiert, wir sehen sie aber nicht. Fische wiederum können sie sehen. Und das lässt im Prinzip schon mal ganz oder den ganz simplen Rückschluss zu, dass UV-Farben von Fischen im Wasser besser gesehen werden als nicht UV-aktive Farben. Das Ganze können wir uns jetzt logischerweise beim Angeln zugute machen, indem wir bei bestimmten Bedingungen bewusst auf UV-aktive Farben setzen. Ein Beispiel, das Wasser ist super klar. Die Sonne steht hoch. Wenn wir jetzt hier sowas wie so eine Motorölfarbe einsetzen,
dann ist das für den Fisch unter Wasser einfach extrem krass wahrnehmbar, weil er im Prinzip das, was wir jetzt hier so wahrnehmen, so in dieser Art und Weise dann auch wahrnimmt. Bei einem klaren Wasser und Sonne ist dieser Effekt natürlich am allergrößten und es kann auch einfach, ja, einfach too much sein. Das wäre jetzt auch keine Situation, wo ich persönlich so eine extrem auffällige Farbe wie ja hier dieses klassische Motoröl, was wirklich in klarem Wasser mit Sonnenlicht für den Fisch dann ja im Prinzip sowas von krass heraussticht, das wäre mir einfach too much. So eine Motorölfarbe würde ich zum Beispiel dann fischen, wenn zwar noch irgendwo ganz normal Tageslicht vorhanden ist, meinetwegen auch die Sonne ein bisschen scheint, Sonne-Wolken-Mix und das Wasser trüb ist. Also heißt, das Wasser ist angetrübt, man sieht den Köder eh schon nicht so gut, es ist auch mal bewölkt. Und wenn man dann so ein Motoröl einsetzt, dann kann man natürlich dem entgegenwirken und eine Farbe, eine Köderfarbe ins Spiel bringen, die unter Wasser für den Fisch viel besser zu sehen ist, als beispielsweise hier einfach so ein, ja, einer der Brauntöne beispielsweise, die jetzt nicht UV-aktiv sind. Wichtig ist dabei natürlich auch zu bedenken, dass je trüber das Wasser ist und je weniger Licht vorhanden ist, desto weniger kann dieser Eff oder desto weniger ausgeprägt ist dieser Effekt natürlich. Wenn ihr jetzt Hochwasser habt, super trübe, super bewölktes Wasser und wollt im Prinzip im Winter beispielsweise auf 5 Meter Wassertiefe fischen, da könnt ihr euch die UV-Farben auch im Prinzip fast schenken, weil so viel Effekt ist dann eh nicht mehr vorhanden. Aufgrund der krassen Wassertrübung, es kommt wenig Licht durch und so weiter und so fort, dann kann das halt auch nicht funktionieren. Man muss das immer schauen, wann man es wo einsetzt. Beliebte Stunden sind beispielsweise die Morgenstunden oder die Abendstunden, wenn die Sonne ja noch nicht so am höchsten Punkt ist. Wenn man dort dann quasi UV-aktive Farben einsetzt, dann kann man natürlich dafür sorgen, dass die im ersten Licht des Tages oder im letzten Licht des Tages vom Fisch noch gut wahrgenommen werden können. Klassiker ist auch beispielsweise Zanderangeln irgendwo an Kanälen bei Nacht. Nicht nur die Sonne im Prinzip gibt UV-Strahlung ab, die im Prinzip wichtig ist, dass das Ganze mit den UV-Farben überhaupt funktioniert, sondern beispielsweise auch gewisse Leuchtstoffröhren, die vielleicht am Kanal entlang stehen. Und wenn ihr im Bereich dieser Leuchtstoffröhren fischt, wenn dort UV-Strahlung abgegeben wird, habt ihr den Effekt natürlich auch. Und so habt ihr dann eigentlich draußen schon, oder im Prinzip draußen ist es dunkel, aber im Schein der Lampe habt ihr dann trotzdem noch einen sehr auffälligen Köder. Deswegen muss man immer ein bisschen schauen, was will man wo erreichen. Wenn man das Ganze jetzt mal einmal betrachtet aus der Sicht von, ja, von uns, die ja eng mit Neuke zusammenarbeiten, neue Farben auf den Markt bringen, auch für Händler, Sonderfarben und so weiter und so fort, dann muss man natürlich gucken, soll die Farbe UV-aktiv sein oder soll es eben nicht. Möchte ich beispielsweise hier so einen Braunton, bei dem keine UV-Aktivität vorhanden ist? Oder habe ich sowas wie Motoröl, was ja auch ein Braunton ist? Die beiden Farben sind erstmal dunkel und dann kommt halt hier dieser krasse Unterschied zustande, dass die eine Farbe halt extrem auffällig ist und die eine eben nicht. Das Ganze macht man, indem man mischt die Farbe an, man hat seine flüssige Farbe quasi, Aromapulver rein, Salz rein und dann werden im Prinzip UV-aktive Zusatzstoffe hinzugefügt. UV-aktive Stoffe können zum Beispiel sein, nur dass ihr es mal gehört habt, Vitamin B ist zum Beispiel unter UV-Licht, oder Vitamin B sieht man zum oder Vitamin B ist UV-aktiv, ganz einfach gesagt so. Das gleiche gilt zum Beispiel für Chinin. Wenn ihr mal in einer Bar seid, wo vielleicht ein bisschen was mit Schwarzlicht ist, schaut euch mal euren Gin Tonic an. Auch der ist dann durch das Chinin im Gin Tonic im Prinzip UV-aktiv. Natürlich ist in einem Gummiköder jetzt kein Vitamin B oder kein Chinin drin, sondern ja, im Prinzip chemische Partikel im Prinzip oder einfach ganz platt gesagt eine Leuchtfarbe, die dafür sorgt, dass dann so eine Farbe unter UV-Licht im Prinzip sehr auffällig wird. Das Ganze könnt ihr euch auch zu Hause, wenn ihr das möchtet, zunutze machen.
und im Prinzip nicht UV-aktive Köder ja, mit einem Stift beispielsweise anmalen. Dann gibt es verschiedene Marker in Grün, in Orange und was auch immer. Könnt ihr auf große Hechtgummis Streifen aufmalen beispielsweise und das ist im Prinzip das Gleiche, das ist eine UV-aktive Farbe und dann habt ihr den Effekt, dass ihr die Streifen so gar nicht unbedingt seht, der Fisch aber sehr wohl aufgrund seines erweiterten Spektrums, in dem er Farben halt wahrnehmen kann. Und wenn ihr den dann anleuchtet, den von euch designten Fisch, Gummifisch natürlich, seht ihr die Streifen dann auch. Also im Prinzip das, was ihr hier durch das Anleuchten quasi sichtbar macht, ist das, was der Fisch aufgrund seines erweiterten Spektrums so oder so sehen kann. So muss man es sich im Prinzip vorstellen. Viele machen im Prinzip nämlich den Fehler, es gibt auch Glow-Farben im Prinzip, das sind nachleuchtende oder selbstleuchtende Farben, das sagt der Name ja schon. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hier erkennen kann, ich denke, könnte schwierig werden. Also man sieht schon, die leuchtet extrem krass. Und wenn man das, na, hat man es vielleicht sogar gesehen, ich weiß es nicht genau. Jetzt mal schauen. Und dann nämlich die Lampe wegnimmt. Ja, ich glaube, man hat sogar ganz kurz gesehen. Dann leuchten diese Farben nämlich nach. Die kennt ihr vielleicht auch von so Kinderspielzeugen, die man auf ein Nachttischchen stellt, die dann einfach, wenn das Licht ausgeht, ja noch so ein bisschen leuchten. Oder diese Sticker, die man sich so hinkleben kann. Das ist wirklich selbstleuchtend. Das hier ist einfach nur reflektierend. Deswegen leuchten diese Farben unter Wasser auch nicht. Gibt es auch aus dem Meeresbereich. Das sind wirklich selbstleuchtende Gummifische. Die würde ich aber wirklich auch dort im Meer, wo so Fluoreszenz, selbstleuchtend und so weiter und so fort, insbesondere in der Tiefsee durchaus vorkommt, da kann man das mal fischen. Hier auf, weiß ich nicht, auf Barsch oder nachts beim Zander angeln würde ich es jetzt nicht machen, weil, ich meine, die echte Beute leuchtet halt auch nicht selbst. So. Hier sorgen wir ja einfach nur dafür, dass die Fische die Köder besser wahrnehmen können, bei trübem Wasser, bei wenig Licht und so weiter und so fort, aber das ist ja einfach nur eine Wahrnehmungssache und nicht, dass der unter Wasser leuchtet. Das darf man nicht verwechseln, das machen viele im Prinzip, wenn man sich noch nicht so damit auseinandergesetzt hat, dann verwechselt man das schnell mit selbstleuchtenden Ködern oder mit leuchtenden Ködern, das ist aber nicht so, es ist einfach nur der Grad der Auffälligkeit der Köder unter Wasser, wenn man das so sagen möchte. Und noch mal ganz kurz auf dieses Ausgangsthema zurückzukommen, welche Köder bei Neuke sind selbstleuchtend, dafür gehe ich einfach nochmal von hier oben kurz durch. Und zwar haben wir hier Green Pumpkin Chartreuse, meine persönliche Lieblingsfarbe, zeige ich euch gleich warum. Motor Oil ist auch UV-aktiv, Pink ist auch UV-aktiv, dann kommen hier ein paar paar Brauntöne, Cinnamon Blue nicht, Prism Minnow auch nicht, Green Pumpkin Blossom aber wieder sehr wohl, obwohl im Prinzip ne, alles Brauntöne, nichtsdestotrotz aber super unterschiedlich. Dann machen wir hier oben weiter, Weiß ist auch nicht, Young Perch nicht, Sexy Blue nicht, also diese ganzen natürlichen Dekore, da passiert nicht so sonderlich viel. Und jetzt kommen wir wieder hier in Richtung Chartreuse, UV-Bombe, Wakasagi wieder natürlich und logischerweise Fire Tiger. Fire Tiger ist quasi immer UV-aktiv. Also egal, ob ihr jetzt einen Wobbler habt oder ob ihr einen Gummi habt, Fire Tiger ist fast immer UV-aktiv. Man kann auch ganz einfach sagen, Orange, Chartreuse, Pink, alles was so ein bisschen, Motor Oil natürlich auch, aber alles was so ein bisschen in diese Signalfarben geht, ist meistens UV-aktiv. Und jetzt wollte ich euch noch zeigen, was ich gerade meinte, warum man sich durchaus mal die Farben unter der UV-Lampe anschauen sollte, um zu wissen, wie sie eigentlich wirken. Ich habe jetzt hier Green Pumpkin Blossom und Green Pumpkin Chartreuse. Das ist bei beiden Farben im Prinzip ein Green Pumpkin Rücken, hier auch, und dann im Prinzip eine UV-aktive Farbe am Bauch. Einmal Chartreuse und einmal das Blossom in UV-aktiv. Da würde man jetzt wahrscheinlich grundsätzlich erstmal vermuten, dass die beide sehr ähnlich sind, sprich der Rücken, da passiert nicht viel. Der Bauch
ist dann UV-aktiv. Grundsätzlich ist das auch so. Ich packe mal einmal die anderen hier zur Seite, dass man es besser sieht. Hier unten haben wir dann Green Pumpkin Chartreuse. Da passiert am Rücken einfach nicht viel. Und das Chartreuse ist wirklich schön UV-aktiv. Dadurch ein geiler Kontrast auch. Nicht zu auffällig. Und meine absolute Go-To-Farbe. Wenn man jetzt hier hochgeht, ist bei Green Pumpkin Blossom im Vergleich der ganze Köder in sich deutlich, ja, reagiert deutlich mehr. Insbesondere wenn man hier nochmal so rüber geht. Hier hat man wirklich nur diesen Chartreuse-Anteil. Und dieses Ding ist halt viel, viel UV-aktiver, was man vielleicht gar nicht weiß. Der eine oder andere wird sagen, boah, es ist ja der Hammer. Der eine oder andere sagt aber auch, mir ist too much. Und deswegen ist es nie verkehrt, dass man sich ja wirklich mal die Farben auch mal einmal ansieht, um zu wissen, wie sie halt wirklich wirken. Was mir zum Beispiel auch noch eben selbst aufgefallen ist, ich bin mir nicht ganz sicher, das müsste ich nochmal checken, aber beispielsweise Phantom Prism, eine der neuen Prism-Farben bei Neuke, was ein einfarbiger Braunton ist, habe ich eben mal angeleuchtet und sah mir fast so aus, als wäre er leicht UV-aktiv, wäre ich niemals drauf gekommen. Ja, und so habt ihr jetzt mal einmal gesehen, welche neue Farben, das lässt sich natürlich dann auch auf die ganzen Sheds übertragen, UV-aktiv sind, wie UV-Aktivität im Prinzip überhaupt funktioniert mit dem für das menschliche Auge sichtbaren Lichtspektrum, dem erweiterten Spektrum der Fische, wodurch sie dann im Prinzip UV-aktive Farben sehen können. Wir müssen unsere Lampe dafür benutzen, um einmal das Lichtspektrum zu verschieben, um es dann auch sehen zu können. Ja, und das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen was, der eine oder andere wird es sicherlich auch wissen, aber vielleicht hat es jemand auch noch nicht gehört. Deswegen hoffe ich, dass es für den einen oder anderen ganz interessant und vielleicht ein bisschen hilfreich war. Und ich würde selbstverständlich, wie in jedem Video, gerne auch noch was an euch verlosen. Und zwar stelle ich euch ein Macho Bee UV Set zusammen. Das heißt, alle UV-aktiven Macho Bees könnt ihr gewinnen. Und ich würde gerne die Teilnahme wie folgt machen. Lasst mir in den Kommentaren einmal bitte da, oder lasst mir einen Kommentar da und sagt mal, ob ihr auf UV-aktive Farben setzt oder eben gar nicht oder situationsbedingt und dann in welchen Situationen. Also seid ihr da so wie ich, dass ihr sagt, es ist jetzt hell und super klares Wasser, hier brauche ich jetzt kein Motoröl, dann fällt das Ding ja von 20 Metern auf. Oder sagt ihr, je auffälliger, desto besser? Habt ihr da Unterschiede beim Barschangeln und beim Zanderangeln festgestellt? Lasst mir einfach mal euer Feedback zu UV-Farben da und dann aktiviert ihr die Glocke, lasst uns ein Abo auf dem Channel da und liked das Video. Und dann seid ihr mit in der Verlosung dabei. Kleiner Ausblick. Ich will jetzt nicht zu viel Druck aufbauen, aber wir sind auf jeden Fall jetzt am Wochenende mal wieder fischen, schauen, dass wir mal wieder ein bisschen Content vom Wasser bringen. Unser Ziel ist auf jeden Fall viel, viel mehr Angelvideos als zuletzt und auch noch viel mehr Angelvideos als nächstes Jahr, deswegen, ja, erzählt Family und Friends davon, dass wir hoffentlich einen ganz coolen Kanal haben und haut die Follow-Buttons und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.